Hallo zusammen, willkommen. Wir sind heute wieder unterwegs in Te Awaroa und ich bin in der Nähe von der Bucht der Ruhr an der oberen Brücke und ich wollte heute mal eine schöne, ganz normale Jagdfolge mit euch gemeinsam machen. Das heißt, wir laufen rum und erlegen alles, was wir so sehen. Gut, so war der Plan bisher. Der hat sich aber schlagartig geändert. Und zwar zeige ich euch mal eben warum. Ich habe jetzt mal erspäht, was hier überhaupt alles los ist. Hatte hier die schöne Gruppe Razorbacks entdeckt. Dann hatten wir hier drüben. Hatte ich jetzt noch ein paar Sika-Hirsche entdeckt. Hier kamen noch Sika-Hirsche auf mich zugelaufen. Also es ist wirklich hier ein schönes Gebiet. Wir haben es jetzt übrigens 10.12 Uhr. So, Obacht hier. Hier ist wer? So. Ja, ja, ich sag noch Obacht. Na gut, so passt auf. Ich schaue so rum und scanne mal hier drüben den Wald ab. Und was sehe ich da? Ihn hier. Ein Fünfer Siegerhirsch. Ich dachte, ich wäre nicht wieder. Nach der letzten Folge, da hat man erst einen Diamanten geschossen und da drüben steht der nächste. Es ist einfach nur Wahnsinn. Jetzt muss ich mal eben schauen. Wir haben hier ein Bedürfnisgebiet sogar. Von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr. Das Tier ist da sozusagen fest verankert. Der kommt also wieder. Jetzt müssen wir sehen, was machen wir? Ich plane mal nicht weiter. Plan für heute: Wir holen uns unseren Diamant-Siegerhirsch. Das soll der Plan sein. Ich wollte nämlich gerade sagen, wir holen uns unseren Diamant und dann gehen wir einfach weiter auf die Jagd. Aber ich denke mal, wenn wir uns den geschnappt haben, dann haben wir da einen richtigen Schritt in die richtige Richtung. Alles richtig gemacht, die guten Tiere gefunden. Geduld und Ruhe zahlt sich eben doch aus. Und halt genau das ist immer das, was man machen sollte. Öfters mal stehen bleiben, einfach mit dem Fernglas in dem Wald umherstreifen. Und wenn mal eine Markierung aufblitzt, schauen, was man hat. Und auch Bedürfnisgebiete immer wieder anlaufen, beobachten und nicht einfach, wie ich das früher gemacht hätte. Ich hätte da gar nicht rüber geschaut in den Wald. Ich hätte die Razorbacks gesehen, das Gewehr gezückt und Feuer frei gemacht. Ja, da hätte man natürlich kein Siegerhirsch entdeckt. So, jetzt müssen wir da erstmal rankommen. Der ist natürlich. Der Wind kommt gut. Wir müssen aber uns beeilen. Die hier vorne würde ich jetzt erstmal alle vertreiben. Das interessiert mich nicht. Ich habe jetzt nur noch Blick auf unseren Fünfer. Ich kann ja mal einen Punkt setzen. Wir hatten den ungefähr hier so markiert. So, Wegpunkt. 350 Meter. Da hat man ungefähr mal eine Einschätzung, wie weit man noch rennen kann, ab wann man laufen sollte. So, Platz hiervon. Ah, lauft noch darüber. Lauft noch darüber. Guckt mal, wenn wir jetzt hier ein bisschen hochgehen, können wir uns sogar schön aus dem Wald ran anschleichen. Den Hügel nutzen. Ah, drückt die Daumen, dass er noch da ist. Sowas ist immer heikel. Wenn man so ein gutes Tier sieht, das aus den Augen verliert und dann erstmal wiederfindet. Ja, die Idee mit dem Marker, die war schon gar nicht mal so schlecht. Ich hätte die aber eher machen müssen. Direkt, wo ich das Tier gespottet hatte, den Marker draufsetzen. Als Waffe habe ich die
Solokin. Die hat jetzt eine Munitionsklasse 3 bis 7. Siegerherrsch hat 4. Das ist also eine gute Waffe dafür. Ja, irgendwie vertraue ich jetzt meinem Marker nicht so recht. Rothirsch. Da unten. Ach so, das sind die Weibchen, die wir gerade aufgeschreckt haben. Halt. Der Wald hat natürlich Vor- und Nachteile. So, Warnruf Weibchen. Zum einen haben wir eine gute Tarnung. Und zum Nachteil die Tiere auch. Also ich hatte jetzt eigentlich vor nur zwei Männchen gesehen. Jetzt müssen wir nach Geweihen Ausschau halten. Warnrufweibchen. Wir brauchen mindestens Warnrufmännchen. Da. Alarmiert, okay. Das heißt, auf der Flucht. Der Wind hat jetzt auch etwas gedreht. Ich beobachte den mal. Auf der Flucht. Jetzt ist die Frage, wollen wir hinterher feuern? Ich kann dir natürlich auch noch mal versuchen anzulocken. Okay, er ist immer noch auf der Flucht. Ich warte mal ab, ich beobachte das mal. Wenn er stehen bleibt und wenn es zurückkommt, dann haben wir eine richtig gute Schussbahn. Der Wind hat ein bisschen blöd gedreht, oder? Ich habe ihn echt vorhin nicht richtig eingeschätzt. Was haben wir da jetzt noch? Ein Dreier dabei? Und der hat ja auch ein Wahnsinnsgeweih. Ein Vierer. Ist nervös. Ja, gucken. Wir bleiben dran. Und auf jeden Fall mal Visier, das 8 bis 16 montieren. Tja, wenn wenigstens die Zweier und Vierer zurückkommen, ziehen die den Fünfer mit. Wir haben es jetzt 11.30 Uhr. Quatsch, bis 11.30 Uhr ist das Bedürfnisgebiet. 10.48 Uhr haben wir es. So, Versuch 1. Schlug fehl. Wir machen jetzt den großen Test. Ich werde die Uhr zurückdrehen, mich hier drüben auf Lauer setzen und beobachten, ob der Siegerhirsch wieder hier erscheint.
Ich habe mich jetzt hier gegenüber von unserem Spot auf die Lauer gelegt. Wir haben es jetzt wieder 9:44 Uhr und das sieht jetzt fast so aus, als ob unsere drei Hirsche direkt vor mir vorbeikommen. Und das sieht nicht nur so aus. Da haben wir ihn. Unseren Fünfer. Oh, jetzt heißt es aber einen perfekten Schuss setzen. Getroffen. Oh, das war wieder reine Nervsache. Ich habe schon so viele Schüsse auf kurze Entfernung vergeigt. Aber ich glaube, jetzt können wir echt einen neuen Diamant in unsere Lodge stellen. Wahnsinn. Und so ein Glück gehabt. So ein Glück gehabt. Okay, Trophäe bestätigen. Ich glaube, da brauchen wir keinen Trommelwirbel. Das muss einfach Diamant sein. Und es ist Diamant mit 200. 6 Punkten. Siegerhirsch, Fellart schwarz. Getroffen, Lungenflügel rechts, Leber, Lungenflügel links. Besser geht's nicht. Alles Lebenswichtige, außer das Herz natürlich haben wir nicht getroffen, aber das muss nicht sein. Wow. Das soll es für heute schon gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt vielleicht noch das ein oder andere mitgenommen. Versucht es einfach mal. Schaut euch nach Bedürfnisgebieten um. Schaut auf die Uhrzeiten. Schießt nicht gleich hinter jedem hochwertigen Tier her. Legt euch auf Lauer, dreht an der Uhr, dass es wieder passt. Die Tiere kommen, ich will nicht sagen 100% wieder, aber die Tiere kommen wieder. Ihr braucht nur Geduld und dann klappt das auch mit den perfekten Abschüssen. Und dann macht's gut.